Hallo, liebe Zuhörer, ich bin der Callcenter-Kascher. Heute wird mal wieder geschnipselt. Allerhand idiotische Anrufe, die dümmer kaum sein könnten. Der letzte Anruf ist etwas länger, aber nicht schlauer. Nach dem Anruf erkläre ich deren Masche ein wenig. Nun viel Spaß und auch heute geht's nach dem Intro los. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Rolf Sie sind gerade mit Herrn Heinrich. Bitte, wer sind Sie? Mein Name ist Rolf Jörke. Ich bin ein Finanzagent. Okay. Ich habe ihn angerufen, weil in Ihrem Namen ist ein Konto blockiert. In meinem Namen ist ein Konto blockiert. Okay. Darf ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung über Bitcoin? Ich Bitte bin nur so was? etwas über Bitcoin, Online-Händel, Online-Investitionen. Online-Händel? Was Ja, ist Online-Händel? es gibt über Bitcoin. Wissen Sie, was ist Bitcoin? Ja, habe ich schon mal gelesen. Sie haben keine Investition gemacht, ja? Wie? Das geht Sie doch gar nichts Sie an. haben keine Erfahrung. Sie haben keine Erfahrung. Das geht Sie doch gar nichts an. Wer sind Sie überhaupt? Weswegen rufen Sie denn an? Mir hat Blockchain kontaktiert, weil in Ihrem Namen ist ein Konto blockiert. Ah Und ja. wir helfen Ihnen, Und seine welche Konto wieder zu. Kontonummer hat das Konto? Welche Kontonummer? Wir haben keine Kontonummer. Ich habe hier deinen Namen, Nachnamen, Nummer und E-Mail. Ah, und das ist eine Das habe ich noch. Wallet. Wie bitte? Hören Sie schlecht? Ich verstehe, Sie haben kein Interesse. Das ist dein Geld. Ich mache nur meinen Job und ich wünsche Bitte Ihnen einen was? schönen Tag noch. Reden Sie doch mal ein bisschen deutlich. Ich verstehe Sie nicht. Sie sollen ein bisschen ruhig sein. Ich habe Ich bin angerufen ganz ruhig. Der für Einzige, der hektisch bist du. Ich bin ganz Okay. ruhig. So, was willst du jetzt? Ich habe ihn angerufen, weil die Hey, Bank Blockchain. ganz ruhig sprechen. Laut und Okay, deutlich, aber nicht dann schreien. ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Sie haben kein Interesse, das ist Ihr Geld Ich und weiß ja tschüss. gar nicht, worum es geht, weil Sie so undeutlich reden. Jo, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das ist der Herr Jürgensmann. Bitte? Das ist Herr Jürgensmann. Nee, das bin ich. Ich bin Herr Jürgensmann. Ah, wer ist das? Ich bin Herr Jürgensmann. Nein. Doch, ich bin Herr Wie Jürgensmann. heißen Sie? Ich bin Herr Jürgensmann. Ja, Ja. gut. Ich heiße Sarah Meyer. Sie haben bei uns angemeldet Bei wem? bei Handelsplattform Immediate Way. Way, ja. Wann habe ich mich da angemeldet? Ja. Am Wann? 8. Februar. Am 8. Februar Am habe ich mich da 8. angemeldet. Februar, ja. Ja, Und was ja. wollen Sie jetzt? Möchte Ihnen über unsere Plattform erzählen. Ja, dann erzählen Sie mal. Das ist einige Minuten, gut? Ja, wahrscheinlich bei Ihnen etwas länger, weil Sie so schlecht Deutsch sprechen, aber erzählen Sie mal. Naja, gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung im Handeln? Sie sollten doch jetzt mal etwas über Ihre Firma erzählen. Erfahrung im Handeln haben Sie? Wüsste ich nicht. Erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma und fragen nicht mich. Aber warum? Ja, Sie wollten etwas über Ihre Firma erzählen. Dann erzählen Sie das. Über Ihre Firma und nicht über mich. Euch Erfahrung im Handeln. Bitte was? Haben Sie Erfahrung im Handeln? Haben Sie meine Frage verstanden? Sie wollten etwas über Ihre Firma erzählen. Dann erzählen Sie etwas über Ihre Firma. Ich sehe, dass Sie bei Handelsplattform Immediate Wave
angemeldet. Ja, und nun erzählen Sie etwas. Ja, und Sie wollen jetzt etwas über Ihre Firma erzählen. Dann erzählen Sie mal. Ich möchte Ihnen über unsere Plattform erzählen. Ja, dann erzählen Sie doch endlich. Gut, aber ich muss einige Fragen. Nee, Sie müssen erst mal erzählen. Naja, gut. Und sagen Sie mir bitte, möchten Sie in unserer Plattform bei einem Robot? Sie möchten, erzählen Sie doch, hallo, erzählen Sie doch etwa erstmal etwas über Ihre Firma. Sie haben noch gar nichts über Ihre Firma erzählt. Immediate Wave und das war's. Was macht diese Firma? Wo sitzt diese Firma? Das ist ein stabiles passives Einkommen. Ihre Firma ist ein Ihre Firma ist ein stabiles Hallo, Ihre Firma ist also ein stabiles Einkommen? Ja, Sie können Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen oder verschiedene andere Anlagen zu investieren. Ja, und das war's? Hallo, ja. Hören Sie mich? Ja, und das war alles, was Sie sagen konnten? Sie können Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und andere Anlagen zu investieren. Ja. Naja, gut. Unsere Plattform arbeitet mit einem automatischen System. Das ist ein Roboter. Er kauft zuerst zu einem niedrigen Preis und verkauft dann zu einem höheren Preis. Sie haben Möglichkeit, jeden Monat 40% an Ihren Investitionen zu verdienen. Wenn Sie zum Beispiel 1.000 Euro investieren haben, Sie können 400 Euro verdienen. In welchem Zeitraum? Was? In welchem Zeitraum? Immediate Wave. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja. Ja, den möchte ich gerne bitte sprechen. Ja, das ist ein stabiles, passives Einkommen. Haben Sie jemand, der Deutsch spricht? Ja. Gut, den möchte ich gerne sprechen. Mit welcher Summe können Sie investieren? Hallo, ich möchte gerne mit jemandem sprechen, Hallo. Der Deutsch spricht. Naja, ja. Nee, Sie sprechen kein Deutsch. Sie haben meine Fragen gar nicht verstanden. Sie erzählen irgendwelchen Blödsinn, der nichts mit meiner Frage zu tun hat. Sie verstehen meine Sprache gar nicht. Ich verstehe Sie, ja. Ja, gut. Was habe ich denn als letztes gefragt? Ich möchte über unsere Plattform erzählen. Nein, ich habe Sie etwas gefragt. Was habe ich Sie denn gefragt? Naja, gut. Ja, was denn nun gut? Ja, bitte? Ja, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Sprich mit Harald? Harald ist ja ein Vorname. Mit wem wollen Sie denn genau sprechen? Ja, genau. Mein Name ist Claudio Medaluna. Mit wem wollen Sie... Hallo. Mit wem wollen Sie denn genau sprechen? Harald ist ja ein Vorname. Hier wohnen genau, mehrere mit Leute. Mit Herr Rotten... Bei mir steht nur Rotten, aber weiter wie das geht, weiß ich nicht. Aber ich sage Ihnen, wie das genau ist. Und dann ist er rausgegangen. Hallo? Guten Tag. Spreche ich mit dem Herr Siebeneicher, ja? Katrin Lehmann ist am Apparat. Ja. Sie haben sich angemeldet. Bestimmt wollten Sie ein Handelskonto aktivieren, stimmt? Wo habe ich mich denn angemeldet? Unter Quantum AI. Es geht um Online-Handel mit Kryptoaktien, Rohstoffen zum Beispiel. Wann hatte ich mich da angemeldet?
Am 26. Februar. Nee. Haben Sie nichts gemacht, oder? Nein. Okay, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. Tschüss. Guten Tag. Hallo. Sprechen Sie mit Martin Jus Westberg? Bitte was? Sprechen Sie mit Martin Jus Westberg? Martinius Westberg? Aber Westberg ist mein Name, ja. Wer sind Sie? Ja. Okay. Bitte? Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Herr Siebeneicher. Ich bin Frau Zickermann. Sie haben mir eine E-Mail versendet. Ja. Ja. Ich bin von Finanzwelt. Sie haben sich Bitcoin angemeldet, AP. Stimmt? Was habe ich angemeldet? In Finanzwelt, Bitcoin. Bitcoin? Wie, was? Verstehe ich gerade nicht. Das ist Online-Trader-Portal. Ja, bei Gasprofit habe ich mich angemeldet. Gasprofit. Ja, und Sie rufen jetzt von einer anderen Firma an? Das ist Finanzwelt. Ah, und was ist Finanzwelt? Das ist das Plattform Finanzwelt. Aber Sie können mit verschiedenen Produkten handeln, sozusagen. Das ist nur das Plattform. Wo kann man handeln? Aber Produkte kann sein Gasprofit, kann sein Forex, kann sein das Verschiedene. Ja, aber was, Plattform ist. Was ist denn Gasprofit für ein Produkt? Das kann ich Sie nicht so leichter sagen, sozusagen. Weil, warum nicht? Ich erkläre jetzt. Meine Arbeit ist Ihnen helfen, Ihre Konto aktivieren. Und nach der Aktivierung werde ich einen Termin mit Experten machen und Experten werden mit Ihnen arbeiten und noch viel mehr Info geben, weil die sind in der Börse tätig. Ja gut, aber ich habe mich ja bei einer anderen Firma angemeldet, deswegen müssen Sie mir jetzt schon mal ein bisschen was erzählen. Welche Firma meinen Sie? Das habe ich Ihnen doch gesagt, Gasprofit. Ja, das ist das sozusagen Produkt, nee, Gasprofit. Ja, was ist denn das für ein Produkt? Damit Sie handeln können. Zum Beispiel gibt es auch Öl. Ja, man kann Öl ist ein Produkt und Gas ist ein Produkt. Aber Gasprofit kann ja kein Produkt sein. Haben Sie Ihre, woher wissen Sie das, dass Sie haben dort registriert? Haben Sie Ihre Anmeldedaten bekommen? Ich habe bei Gasprofit habe ich mich angemeldet und jetzt rufen Sie an. Okay. Ja. So ist es. Ich erkläre Sie, wie es funktioniert. Dann Sie dann haben Sie mal. Dieses Werbung gesehen. Wo haben Sie sich registriert? Dieses Link sozusagen oder was? Dort haben Sie sich registriert. Aber Plattform, wo kann man das, wie heißt das, Geschäft sozusagen, heißt Finanzwelt. Ja, aber dass Gasprofit eine Werbung ist, das war nirgendwo zu sehen. Ja, wo haben Sie diese Werbung gesehen? Wo haben Sie sich? Im Fernsehen haben Sie gesehen, im Internet, wo haben Sie das gesehen? Ich habe, Sie verstehen leider sehr schlecht Deutsch. Ich habe mich bei Gas. Ja, genau, Sie verstehen sehr schlecht Deutsch. Nee. Ich verstehe Sie, dass Sie haben Gasprofit registriert. Richtig, und warum rufen Sie mich dann an? Ja, das war weil aber. Sie haben sich das war Finanzwelt aber, registriert. Nein, das war. Ich habe mich bei Gasprofit registriert. Und dort war nirgendwo zu sehen, dass Gasprofit nur eine Werbung ist. War nirgendwo zu sehen. Das kann man nicht sehen. In Werbung kann man das nicht sehen. Ach. In Werbung sieht man nur dieses Produkt, wie man handeln kann, mit welchem Produkt man wird handeln. Man sieht nur das. Ja, und mit was kann ich jetzt bei Ihnen handeln? Wenn Sie möchten mit Gas handeln, Gasprofit, da können Sie Gas handeln.
oder Öl, weiß ich nicht, mit welchem Produkt möchten Sie handeln. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, mit was kann ich bei Ihrer Plattform denn handeln? Sehr viele verschiedene. Bitcoin, Forex, Krypto, Öl, Rohstoffe, Gold, Silber. Mhm. Mit verschiedenen Produkten können Sie handeln. Okay, dann würde ich gerne, mit Aktien handeln. Okay, da können Sie auch mit Aktien handeln. Mit welchem Produkt Sie möchten, mit diesem Produkt können Sie handeln. Das ist Ihre Entscheidung. Das ist nicht meine Entscheidung, mit welchem Produkt handeln Sie. Ja, eben, das ist meine Entscheidung, richtig. Ja, genau, genau. Ja, ist meine Entscheidung. Dann erklären Sie mir doch mal, wie man bei Ihnen handeln kann. Habe ich doch erklärt. Das ist das so. Okay. Das, Sie haben sich registriert und Mindestbetrag 250 Euro. Mit 250 Euro fangen Sie an, testen, schauen, mit Expertenunterstützung klarkommen, bekommen Sie eine Unterstützung von Expertenseite, schauen Sie ein paar Wochen, wie es läuft, wie es funktioniert, möchten Sie noch weiter handeln oder gut Arbeit mit Experten oder nicht und so weiter. Das ist mit 250 Euro eine Woche. Und schon ist sie raus. Hat sie aufgelegt. Ja, bitte. Ja, hallo, schönen guten Tag. Martin Herrana, mein Name. Ja. Hallo, sind Sie Herr Richard Siebeneicher? Ja, das ist richtig. Guten Tag, Sie haben sich bei uns angemeldet wegen dem Onlinehandel, bin ich da korrekt? Welche Firma sind Sie? Ja, Sie wissen ja, wo Sie sich angemeldet haben. Ja, ich habe mich ja bei mehreren Firmen angemeldet. Bei mehreren Firmen angemeldet. Genau. Sie sind ja aber jetzt gerade sind Sie ja bei uns online auf der Seite, oder? Ja, welche Firma sind Sie jetzt? Das haben Sie noch nicht mit einem Wort gesagt. Hallo. Bitte? Ja? Ja. Welche Firma sind Sie jetzt? Also wir kommen aus Bergmarket. Ach so, okay, gut. Ja, da haben Sie sich ja gerade bei uns registriert, ja? Ja, ist richtig. Alles klar. Darf man fragen, haben Sie schon vielleicht Erfahrung oder machen Sie das zum ersten Mal? Ja, ich habe ein wenig Erfahrung, ein bisschen was gelesen. Alles klar. Darf man fragen, in welchem Bereich haben Sie Erfahrung? Ja, mit Informationen übers Trading, richtig. Was bieten Sie mir denn an als Firma? Ja, ich biete Ihnen mal eine automatische Software, aber bevor wir zu den Anbietern kommen und so weiter, Entschuldigung, muss ich ja mal sehen, ob Sie überhaupt ja qualifiziert sind für den Handel, ja? Ach, wie qualifiziert man sich denn? Ich hätte kurz ein paar Fragen an Sie. Darf man fragen, wie jung Sie sind? Ja, kann man. 56. 56. Und was sind Sie denn schon jetzt vom Beruf, wenn ich fragen darf? Das geht Sie ja nichts an. In welchem Bereich? Also, was sind Sie denn vom Beruf? In welchem Bereich sind Sie denn tätig? Ich bin Hufschmied. Schöner Beruf. Richtig. Schöner Beruf. Was machen Sie denn genau? Ach, Sie sagen, es ist ein schöner Beruf und wissen gar nicht, was ein Hufschmied macht. Na doch, aber ich frage Sie ja, was Sie so genau machen. Was ist Ihr genauer Beruf? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Hufschmied. Alles klar. Sie wissen also gar nicht, was ein Hufschmied macht. Ehrlich zu sein, nein. Das deswegen frage ich ja. Wenn ja. Sie denn so... Bitte? Und schon ist er raus. Das ist ein Trottel, leider. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Müller? Bitte was? Sie sind schlecht zu verstehen. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jochen Stegmüller? Das ist richtig. Guten Tag. Hören Sie meine Stimme gut? Nee, nicht gut. Wer sind Sie? Nina Gunderson ist mein Name. Ich rufe Sie von FINRA an und der Grund meines Anrufes ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto
die Sie auf nicht lizenzierter Plattform haben. Suchen Sie darüber? Was weiß ich darüber? Plattform, wo Sie das Geld für Kryptowährungen eingezahlt haben, ist nicht lizenziert. Und ich habe gefragt, ob Sie darüber wissen oder nicht. Nein, weiß ich nicht. Also, machen wir Schritt zu Schritt. Sie haben ein aktives Handelskonto für Kryptowährungen, wo Sie das Geld eingezahlt haben. Das ist richtig. Woher wissen Sie sowas? Weil ich kriege die Daten den Kunden, die leider wie Sie auch solche falsche Konten haben und falsche Transaktionen gemacht haben. Sonst hätte ich Ihre Daten nicht. Ja, von wem haben Sie denn die Daten bekommen, bitte? Von Blockchain. Von der Blockchain. Was ist denn die Blockchain? Blockchain, das ist ganz einfach zu erklären, Bank für Kryptowährungen. Und wenn man macht irgendeine Transaktion mit Kryptowährungen, es muss immer auf jeden Fall alle Transaktionen durch Blockchain gehen. Und Blockchain natürlich überprüft immer alle Transaktionen, weil die Menschen benutzen die Kryptowährungen nicht nur für Onlinehandel zum Beispiel, sondern auch für Geldwäsche oder noch für weitere schlechte Sinne sozusagen. Genau deshalb, Blockchain überprüft immer alle Transaktionen. Mhm. Früher hat auch natürlich überprüft und hat immer irgendeine verdächtige Transaktionen blockiert und hat es auch direkt an Finanz- oder Kriminalpolizei wegen falscher Transaktionen weitergeleitet. Die Blockchain hat das weitergeleitet? Blockchain, genau. Wegen falscher Transaktionen. Aber weil letzte Zeit auf dem Markt existieren schon mehrere, direkt zu sagen, betrügerische Firmen und es gibt tausende betrogene Kunden, genau deshalb Blockchain arbeitet jetzt mit FINRA, also mit uns zusammen und erstens gibt uns die Daten solche Kunden wie Sie auch. Damit gibt Blockchain den Kunden Möglichkeit, alles viel schneller und einfacher zu erledigen, als es war früher zum Beispiel. Ganz einfache Frage. Ungefähr, wann haben Sie Ihr Handelskonto aktiviert? Wann haben Sie das Geld eingezahlt? Ich wüsste nicht, dass, was Sie das angehen. Dann müssen Sie doch erstmal sich verifizieren. Ich mache das gerne. Ja. Ich zeige Ihnen alle genau. Wichtigen Informationen. Dann verifizieren Sie sich mal. Sie rufen mich an, fragen mich Sachen und ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Aber Sie wussten diese Menschen auch nicht an, wenn Sie das Geld überwiesen haben. Ja, aber jetzt aber ist jetzt für mich ist wichtig, umgekehrt. Wer Sie sind. Wenn Sie mich anrufen wollen, Informationen wenn, von mir, dann sollten Sie sich verifizieren. Wenn Sie am Computer sind, ich kann Ihnen alle wichtigen Informationen über mich zeigen, wer ich bin, wo ich arbeite und wie ist meine Lizenznummer zum Beispiel. Ja, das wäre klasse. Sind Sie am Computer? Ja, ich habe ihn angeschaltet. Okay. Haben Sie solche Programm Anydesk? Ja, natürlich. Was ist zum Lachen hier? Ja. Inzwischen weiß ich also die Blockchain, die Sie erklärt haben, das erstmal haben Sie es falsch erklärt. Zweitens, die FINRA ruft die Leute an. Und drittens, nur Betrüger wollen Zugang zu einem Rechner haben per Anydesk. Also sind Sie ein Betrüger. Nein, Sie das wissen, ist falsch. Doch, das ist richtig. Gut, dann habe ich Ihnen... Sie können selber. Ja, ich weiß genau. Sie sind nicht von der FINRA. Schreiben Sie mir doch eine E-Mail von... Woher? Ja, das würde ich Ihnen gerade sagen. Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail. Schreiben Sie einfach eine E-Mail zur Verifikation. Hallo. Viel reden und wenn es dann kritisch wird, dann können Sie nicht mehr reden, ne? Dann sind Sie stumm. Doch, ich habe gerade einfach eine E-Mail geschickt, was Sie wollten. Ja, gut, okay. Dann logge ich mich mal ein.
So, dann schauen wir doch mal. Nö, keine E-Mail da. An wen haben Sie die geschickt? Aktualisieren Sie es nochmal. An wen haben Sie den geschickt? Es ist... Einen Moment, ich sage gleich. Fournierverleimer@web.de. Och Gottchen, die ist doch schon jahrelang nicht mehr gültig. Ja, bei mir ist diese E-Mail gekommen. Oh, dann haben Sie aber ganz alte Datensätze gekauft. Ganz alte Datensätze. Ja, dann sagen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse. Nee, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, das brauchen okay, Sie. Okay, dann viel Glück. Ich ja, ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind. Sie können ja nicht mehr erklären, was die... Bitte. Ja, ein genau, Moment. Bitte. Ich beleidige dich nicht. Du bist ein Betrüger. Du kannst ja nicht mehr erklären, was die Blockchain ist. Aber du bist ein Bub. Ich lach dich aus. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Lösen wir diesen Betrugsversuch doch mal auf. Erst einmal war sie nicht in der Lage zu erklären, was die Blockchain ist. Die Blockchain ist nichts weiter als eine dezentrale Datenbank, deren Datensätze werden in Blocks genannt und werden chronologisch in Ketten gespeichert. So eine Datenbank kann natürlich nicht irgendjemand anrufen und die Daten weitergeben. Die FINRA gibt über sich bekannt, die Finanzaufsichtsbehörde FINRA ist vom Kongress dazu ermächtigt, Amerikas Anleger zu schützen, indem sie sicherstellt, dass die Broker-Dealer-Branche fair und ehrlich arbeitet. Wir betreuen mehr als 624.000 Broker im ganzen Land und analysieren täglich Milliarden von Marktereignissen. Was uns nun auffällt, ist, dass es nur um amerikanische Anleger geht. Die FINRA arbeitet ausschließlich in und für Amerika. Mit Europa oder gar Österreich hat das nichts zu tun. Der Sitz der FINRA ist Washington DC. Weiterhin sagt die FINRA über sich, jeder Anleger in Amerika verlässt sich auf eines, faire Finanzmärkte. Um die Anleger zu schützen und die Integrität des Marktes zu gewährleisten, ist die Financial Industry Regulatory Authority eine staatlich zugelassene gemeinnützige Organisation, die die US-amerikanischen Broker-Dealer überwacht. Wir arbeiten jeden Tag daran, sicherzustellen, dass jeder mit Vertrauen am Markt teilnehmen kann. Wie ihr sehen könnt, wieder mal einer der zahllosen Betrugsversuche, um an das Geld anderer Menschen zu kommen. Das war's für dieses Mittwochsvideo. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und ein wenig Aufklärung in Sachen Betrugsanrufe. Am Sonntag kommt wie immer ein neues Video. Bis dahin habt eine schöne Woche. Euer Callcenter-Crasher.